Der Ball rollt wieder. Alle Infos zum kommenden Gegner jetzt im Video. Ja, und der kommende Gegner heißt VfB Stuttgart. Genau, die Bundesliga ist wieder zurück nach der Champions League, ist vor der Bundesliga, vor dem Alltag. Yep. Ja, VfB Stuttgart, Platz 8, 39 Punkte, damit nur 4 Punkte hinter uns. Ja, und damit sind wir wieder im nächsten Endspiel. Ja, wir hoffen natürlich, dass der BVB dieses Endspiel auch annimmt, weil sonst wird es wahrscheinlich nächste Saison überhaupt nichts mit internationalen Wettbewerben. Ja. Weder Champions League noch Europa League. Und das wäre der absolute Super-GAU. Wir spielen am Samstag im Topspiel um 18.30 Uhr beim VfB. Und ihr seht es auch schon, die sind eigentlich in ganz guter Verfassung, haben von den letzten Spielen auch nur eines verloren. Genau, von den letzten 7 Spielen nur eins verloren und das war gegen Bayern München. Richtig. Was ja nicht selbstverständlich ist, dass man da nicht verliert. Genau. Ansonsten kann man noch sagen, bester Torschütze ist Kalajdzic mit 13 Treffern. Richtig. Und ja, wie gesagt, die letzten 5 Spiele Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg und Unentschieden. Ja. Also wie gesagt, eigentlich in ganz passabler Form der VfB, macht das die Saison sowieso auch sehr, sehr gut. Und ja, nicht nur der VfB Stuttgart, liebe Leute, sondern auch andere Mannschaften sind punktgleich. Und wie Christian es gesagt hat, also der BVB muss nicht nur aufpassen, dass er die Champions League verspielt, sondern auch die Europa League-Jäger sind uns im Nacken. Genau. Ja, um das zu vermeiden, dass wir da diesen Platz 5 verlieren, denken wir, schickt Edin Terzic folgende Mannschaft auf den Platz. Ja, ihr seht es ähnlich wie auch gegen Manchester City in einem 4-3-3 mit Hitz im Tor. Ne, da ja, wundert jetzt keinen mehr. Nicht mehr viel zu sagen. Hummels und Can in der Innenverteidigung. Vielleicht auch Akanji. Eigentlich hat das sich verdient nach dem Spiel. Ja, das war völlig in Ordnung. City. Hat ja auch heimlich, still und leise wohl seinen Vertrag um ein Jahr beim BVB verlängert. Statt 22 läuft er jetzt bis 23. Genau. Deswegen Hummels gesetzt, dann vielleicht Can oder Akanji. Ja. Unsere Tendenz geht dann sogar eher zu Akanji. Guerreiro und Morey über die Außen. Besonders Morey hat nach seiner Verletzung gegen City ein gutes Spiel gemacht bis zu seiner Auswechslung. Auf jeden Fall. Hatte da ja keine leichten Gegenspieler. Nö. Aber hat auch gute Hilfe bekommen von Knauf. Ne? Und den seht ihr ein bisschen weiter vorne. Fangen wir mal vorne dann an. Ansgar Knauf ist zwar ein bisschen angeschlagen zurückgekommen, aber die Chancen stehen gut, dass er spielt. Und wenn er fit ist, dann muss er auch spielen. Ja, das ist definitiv so. Hat Edin Terzic auf der PK auch nochmal explizit hervorgehoben. Er ist vollwertiges Teammitglied. Er ist kein Gast mehr. Das hat Michael Zorc auch nochmal hervorgehoben. Also Knauf auf jeden Fall gute Karten, um weitere Chancen zu bekommen. Und wie Christian sagt, auch völlig zu Recht und völlig verdient. Ja, daneben Marco Reus, der nach seinem tadelhaften Verhalten im Spiel gegen Frankfurt oder beziehungsweise nach der Auswechslung und die Leistung war auch nicht gut, gegen City wieder eine gute Leistung gebracht hat. Und Erling Haaland, ja, da muss man inzwischen sagen, ja, der muss halt spielen. Ja, Moukoko ist ja keine Alternative, der ist ja leider immer noch verletzt und Saison aus für ihn. Und Haaland, darf gerne mal wieder zeigen, dass er unser Erling Haaland Haaland ist. Die letzten Wochen haben Christian und ich beide schon auch im Vorfeld gesagt, ja, gefällt er uns auch von seiner Einstellung her nicht mehr so. Es geht gar nicht darum, dass er in den letzten 2 Spielen vielleicht nicht getroffen hat, ne? Sondern es geht eher darum, seine Körperhaltung, Körpersprache, was sonst immer vorbildlich war, ist jetzt nicht mehr so. Und dementsprechend wäre es eigentlich gut, so einem jungen Mann wie Erling Haaland auch mal eine Pause zu geben, damit er ein bisschen vielleicht nachdenken kann, dass er aktuell noch unter Vertrag steht beim BVB und wenn er spielen will, da alles geben muss. Aber uns fehlen da die Alternativen. So ist es. Tigges ist irgendwie mal im Kader. Unter Ferner liefen, ne? Muss man echt sagen. Also hat bei der Regionalliga-Mannschaft. Genau, auch wieder bei den Amas gespielt. Ja. Und ist anscheinend keine wirkliche Option. Und Moukoko, wie gesagt, leider verletzt. Also wird Haaland es wohl richten vorne. Genau. Und im Mittelfeld Bellingham, Dahoud, Delaney. Ich glaube, da ist für die Offensive, Defensive vom Kampf alles drin. Ja, ich meine, gerade die drei sind eigentlich gut in Form. Warum Delaney gegen City nicht gespielt hat, keine Ahnung.
Also ich muss auch sagen, du hast mit ihm natürlich auch einen super Staubsauger, ja, sodass Bellingham und Dahoud auch die Wege nach vorne machen können. Eigentlich bringen auch die beiden ja wirklich alles mit. Auch ein Bellingham zum Beispiel hat gegen City, finde ich, für 17 Jahre ein brutal starkes Spiel gemacht. Das darf man ja nicht vergessen, wie jung der Junge auch wirklich noch ist. Und Dahoud nach seiner Einwechslung auch direkt Präsenz gezeigt. Auch der hat es verdient. Ja, deswegen denken wir, wird das so kommen. Genau, ich schreibe jetzt noch mal kurz dahinter Akanji, die Alternative zu Emre Can. Ja. Und zu Stuttgart noch mal kurz zu sagen, die Stärke von Stuttgart liegt auch in den Standards. Ja, da haben wir gejubelt. Müssen wir da gut verteidigen und viel mehr braucht man zu Stuttgart gar nicht sagen. Ist eine super Mannschaft mit schnellen Spielern. Da müssen wir auf hellwach sein, sonst gehen wir baden wie im Hinspiel. Ja, und eine Aussage kann man noch mitnehmen von der PK bezüglich der Geschichte, dass Stuttgart ja auch ein paar verletzte Spieler hat. Aber da wurde auch gesagt, dass die anscheinend immer wieder gute Jungs auch von der Bank reinrotieren können. Und da hat Christian mich angeguckt, als wir die PK geguckt haben und sagte, ja, das ist so, aber können wir das denn auch? Das wurde so in den Vordergrund gelobt bei Stuttgart, als könnten wir das nicht. Und inzwischen muss man sagen, vielleicht von der Qualität sind unsere Ergänzungsspieler besser, aber von der Form und von der Einstellung nicht. Richtig, würde ich so unterschreiben. Und eine Aussage möchte ich noch ganz kurz mit dir und mit euch allen diskutieren. Da haben wir so ein bisschen mit den Ohren geschlackert. Das war eine Aussage von Michael Zorc. Wurde auch noch mal gefragt, warum man denn so konstant unkonstant ist. Ja? Und dann hat er auch gesagt, ja, man würde natürlich viel überlegen, viel nachdenken, aber das eine oder andere würde einen auch ratlos zurücklassen. Und das ist natürlich eine Aussage, wenn du die in der Öffentlichkeit auch preisgibst, sagt das vieles. BVB-Verantwortliche ratlos. Ja. Da weiß man auch nicht so richtig, was dann besser werden soll, wenn man keine Ansätze sieht anscheinend. Wir sehen das aber immer noch bei der Mannschaft, die ist in der Verantwortung und wenn die Mannschaft alles auf den Platz wirft, wie man es gegen City ja auch gesehen hat, es geht ja, dann könnten auch unsere Tipps so zustande kommen, wie wir sie getippt haben. Also, ihr seht, mein Tipp und sein Tipp, beide positiv, wir spielen ja in Stuttgart, also 1-2 für den BVB tippe ich. Und 1-3 tippe ich. Wir schießen noch eins mehr. Eins kassieren wir auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Standard auf jeden Fall. Also Leute, nochmal. Es ist ein Endspiel. Das nächste macht es bitte besser als gegen Frankfurt. Die Möglichkeiten sind da. Wenn ihr alles reinwerft, dann werdet ihr das tun. Dann nehmt ihr die Punkte mit. Ihr seht es ja auch wieder hier schön durchlaufen, gerade unter uns beiden. Schreibt eure Tipps jetzt mal in die Kommentare. Haut mal raus, was ihr so sagt. Was machen wir denn im Topspiel beim VfB Stuttgart? Und wir hoffen, ihr seid jetzt bestens informiert rund um die Partie. Genau, wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch nicht abonniert habt, dann jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren. Und wir sind morgen ab 17.55 Uhr genau hier auf diesem Kanal live mit der Live-Reaction zum Spiel Stuttgart gegen Dortmund. Deswegen abonnieren und Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nicht, wenn wir live sind. Genau, und wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt das Spielchen, auch gerne einen Daumen da lassen, also fleißig bei uns interagieren, kommentieren, liken, abonnieren und dann freuen wir uns da sehr drüber. Also in dem Sinne, bis morgen zum Livestream, macht es gut und lasst das Wochenende gut einklingen. Bis dann, Pölers. Peace.